Heute Abend verleiht der FÖZ den Förderpreis für Medienforschung. Eine der beiden Preisträgerinnen ist Sabrina Keinrad. Sie hat sich in ihrer Magisterarbeit mit der Zukunft der Printzeitungen bei Digital Natives auseinandergesetzt. Und dabei kommt sie zu überraschend optimistischen Ergebnissen. Junge Erwachsene und ihr Medienkonsum. Das ist immer Thema, vor allem für die großen Zeitungsverleger des Landes. Sabrina Keinrad hat sich in ihrer Magisterarbeit mit der Zukunft der Printzeitungen bei Digital Natives beschäftigt. Das Fazit ihrer Forschung ist für die Branche durchaus positiv. Wenn man meine Ergebnisse zusammenfasst, dann hat sie eigentlich schon noch eine Zukunft. Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe ganz bewusst die Zielgruppe Digital Natives eingegrenzt zwischen 20 und 30 Jahren mit Bildungsstand höher als Matura. Und in der Zielgruppe ist eigentlich eine ganz gute Zukunft. Man muss sagen, der Ruf der Nicht-Zeitungsleser eilt den Digital Natives, den jungen Erwachsenen, ein bisschen voraus. Das Krisengejammere, das es in der Branche ja gibt, es gibt bald keine Zeitungen mehr, es gibt Rechnungen 2034, wird die letzte gedruckte Tageszeitung auf den Markt kommen. Das können die jungen Erwachsenen nicht nachvollziehen. Sie sagen, sie lesen ganz gerne Zeitungen, sie lesen auch ganz gerne online. Für Verleger ist der Online-Bereich immer mit der Frage nach einem entsprechenden Geschäftsmodell verbunden. Wie sieht es denn mit der Zahlungsbereitschaft der Digital Natives aus? Ja, aktuell sagen die jungen Leute, warum soll ich bezahlen, wenn ich daneben alles gratis bekomme? Aber die Leute, die ich gefragt habe mit höherem Bildungsstand, die sagen ganz klar, also die Gratiszeitungen sind mir zu wenig, ich brauche tiefergreifende Informationen. Und wenn man dann sagt, okay, im Internet wird es dann auch alles was kosten, also Sachen wie ORF.at, Standard.at, die ja sehr hohe Reichweiten haben in Österreich, dann sagen die jungen Leute, dann wären sie sehr wohl bereit, etwas zu bezahlen, weil sie wollen die Informationen haben. Also von dem her sind sämtliche Versuche von Verlegern, Bezahlschranken einzuführen, zu begrüßen. Um aber auch in Zukunft Printzeitungen zu verkaufen, müssen die Medienmacher experimentierfreudiger werden und ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen, so Keinrad. Ganz wichtig ist einfach Informationen, die Leute betreffen. Man will informiert werden auch von der Umgebung, also es hat sich ganz klar gezeigt in der Untersuchung, die Leute blättern sehr gerne die Regionalzeitungen durch, die ja in Oberösterreich sehr stark sind, wo die Befragung durchgeführt wird, weil sie sagen, diese Informationen bekommen sie nirgends anders. Ja, auf Facebook oder so lesen sie keine Sachen von der Region, also das wäre dann ganz klar ein Mehrwert für die Leute oder auch im Interessensfeld. Mhm. Es ist oft auch die Aussage gekommen, naja, die Zeitung, die wiederholt sie eh immer wieder, es kommen immer wieder dieselben Sachen. Aber einfach mal andere Randthemen, solche Sachen kommen halt nicht vor. Das würden die jungen Erwachsenen ganz gern lesen.